Welcome to Servants of the Lord Ministries. Herzlich willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins und ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit meiner heutigen Botschaft beginne, möchte ich euch den Auftrag des Dienstes mitteilen, der Joseph Hedgecock vor vielen Jahren gegeben wurde. Gott sagte, ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen nach mir rufen. Sie haben mich um Dienste, Segnungen und Gaben gebeten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Teil ihres Geistes, den es nie erfüllt hat, der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen ihre Herzen nach mir, nur nach mir. Zu ihnen sende ich dich, denn ich möchte nicht, dass sie die Jahre benötigen, die du gebraucht hast, um zu mir zu kommen, weil es damals niemanden gab, der dir zeigte, wie es geht. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Schulungsdienst, der in den Leib Christi gesandt wurde, um Menschen zu erreichen, die ein Herz für Gott haben. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ihn kennenlernen und in ihm aufwachsen wollen. Aus Gott geboren sein, darüber werde ich heute sprechen. Johannes schrieb im 1. Johannes Kapitel 5 in den Versen 18 bis 21. Ich starte in Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Vers 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Vers 21. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. Wenn du durch den Heiligen Geist wiedergeboren bist, musst du auch aus Gott geboren sein. In der Amplified Bibel heißt es in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 18, wir wissen absolut, dass jeder, der aus Gott geboren ist, sich nicht absichtlich und wissentlich darin übt, Sünde zu begehen, sondern der, der von Gott gezeugt wurde, wacht sorgfältig über ihn und beschützt ihn. Die göttliche Gegenwart Christi in ihm bewahrt ihn vor dem Bösen. Und der Böse kann ihn nicht ergreifen oder ihn berühren. Die von Gott Geborenen sündigen vielleicht ein- oder zweimal, aber sie lernen aus ihren Fehlern. Diejenigen, die aus Gott geboren sind, haben ein Herz für Gott, nicht für den Dienst oder andere Dinge. Sie sind Gott wohlgefällig und werden von Christus beschützt, ohne Kompromisse bei der Gerechtigkeit einzugehen. Johannes schrieb im 1. Johannes 5, Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Indem wir seine Stimme hören und seinen vollkommenen Willen tun, kann jeder der Verdorbenheit in dieser Welt entkommen und nicht sündigen. Paulus schrieb im 1. Korinther Kapitel 15, Vers 34, werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. In der Amplified Bibel steht in 1. Korinther 15, Vers 34, wacht auf! Aus eurem betrunkenen Zustand und kehrt zurück zur Vernunft und zu eurem rechten Verstand und sündigt nicht mehr. Denn einige von euch haben keine Gotteserkenntnis. Ihr seid absichtlich und schändlich unwissend und seid es immer noch, weil euch der Sinn für Gottes Gegenwart und jedes wahre Wissen über ihn fehlt. Das sage ich zu eurer Beschämung. Diejenigen, die aus Gott geboren sind, haben die Gegenwart Gottes immer bei sich, weil sie in Christus bleiben. Sie haben Christus angezogen und hören nicht auf das, was die Welt für gut hält. Denn der Teufel ist der Gott dieser Welt. Sie erhalten ihre Weisheit, indem sie versuchen, Gott zu gehorchen. Paulus schrieb in Römer 6, die Verse 3 und 4, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind,
in seinem Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das, was du jetzt tust, sollte radikal anders und neu sein im Vergleich zu deinem alten Leben, als du dein eigenes Denken und Verstehen gebraucht hast. Paulus schrieb im 2. Korinther 5, Vers 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. In der Amplified-Bibel steht im 2. Korinther 5, Vers 7, denn wir wandeln im Glauben, wir regeln unser Leben und verhalten uns gemäß unserer Überzeugung oder unserem Glauben in Bezug auf die Beziehung des Menschen zu Gott und den göttlichen Dingen mit Vertrauen und heiligem Eifer. So wandeln wir nicht nach dem Anblick oder Aussehen. Wenn du aus Gott geboren bist, geht es dir nicht um Äußerlichkeiten, sondern darum, dem Beispiel eines anderen Menschen auf dem schmalen Weg zu folgen. Die Gemeinde in Korinth konzentrierte sich auf die Gaben des Geistes. Paulus nannte sie Sonntagsschullehrer, weil sie keine Anzeichen für die Überwindung der Sünde zeigten. Er musste Timotheus zu ihnen schicken. Paulus schrieb im 1. Korinther 4, die Verse 15 bis 17. Ich starte in Vers 15. Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Vers 16. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Vers 17. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. In der Amplified-Bibel steht im 1. Korinther 4, Vers 17, deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes, vertrauenswürdiges Kind im Herrn ist und der euch meine Vorgehensweisen, mein Verhalten und meine Lebensweise in Christus ins Gedächtnis rufen wird, wie ich sie überall in jeder Gemeinde lehre. Geistliches Lernen entsteht, wenn man Buße tut und keine Ausreden vorbringt, um die Wahrheit zu gehorchen. Timotheus wurde angewiesen, Paulus Erfahrungen weiterzugeben, wie er alltäglich Situationen überwinden konnte, ohne jemals ins Fleisch zu kommen, demütig zu bleiben und die Weisheit Gottes zu nutzen. Paulus schrieb im Galater 3, die Verse 1 bis 7. Ich starte in Vers 1. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Vers 2. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Vers 3. Seid ihr nun so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Vers 5. Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Vers 7. So erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Täusche dich nicht. Wir sollten unter der Führung des Geistes leben. Glaube nicht, dass du, wenn du dich unter dem Gesetz stellst, tun kannst, was du willst und wann du willst. Wenn du ein Lippenbekenntnis zu Gott ablegst, wirst du zu einem Heuchler und schlechte Früchte werden sich zeigen. Petrus sagte zu den Juden im 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 1 und 2, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Vers 2, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Viele Kinder Gottes werden nie geistlich erwachsen, weil sie fünf Dinge nicht ablegen wollen, wie Petrus sagt. Erstens Bosheit, Zorn, Bosheit oder böser Wille gegenüber anderen,
die von Gott oder Gott selbst berufen werden. Zweitens, Arglist, Betrug, Täusche, um Korrektur und Überführung zu vermeiden. Drittens, Heuchelei, ein Lippenbekenntnis zu Gott ablegen und ihn nur Herr nennen, beten und mit einer seltsam klingenden Stimme sprechen, um geistlich zu erscheinen. Viertens, Neid, fleischlich gesinnt, sich mit anderen vergleichen. Nummer 5, böses Reden, Klatsch, Verleumdung, Lästern und Fluchen. Diejenigen, die aus Gott geboren sind, nutzen die Milch von Gottes Wort, um geistlich zu wachsen. Sie gebrauchen nicht ihren eigenen Verstand, um die Bibel zu verstehen. Sie mögen den Druck, der davon kommt, anderen zu dienen und prüfen, ob ihr Fundament noch solide ist, um auf dem schmalen Weg zu bleiben. Benötigst du ein reines Motiv und eine richtige Haltung? Durch Überführung und Buße mit der Gabe des ewigen Lebens kannst du auf dem schmalen Weg bleiben und ihn immer mehr kennenlernen. Wir lesen im Johannes Kapitel 1, die Verse 16 und 17. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die Gnade hat zugenommen, aber viele nutzen die Gnade nur als Gelegenheit für das Fleisch und nutzen nicht die Wahrheit, um Buße zu tun und mehr Gnade zu bekommen. Wir lesen in Sprüche 3, Vers 7, halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Gott hat zugelassen, dass das Wissen in den letzten Tagen zunimmt. In der Gemeinde haben diejenigen, die nicht bereit sind, sich mit ihrer eigenen fleischlichen Natur auseinanderzusetzen, Traditionen und Lehren an die Stelle von Wahrheit und Überführung gesetzt. Das Wissen, das Gott zugelassen hat, diente dazu, dass der Mensch etwas Gutes tun kann. Aber es ist für diejenigen, die in ihren eigenen Augen weise sind, unmöglich, sich vom Bösen abzuwenden. Stattdessen werden sie von der Weisheit der Welt angezogen, die voller Verdorbenheit ist. Deshalb hat Jesus Gnade und Wahrheit gebracht. Jakobus schrieb in Jakobus Kapitel 3, die Verse 13 und 15, wer ist weise und verständig unter euch? Wer zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Jesus gab ein Gleichnis über das Himmelreich auf der Erde, das die Gemeinde heute einschließt. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 13, die Verse 24 bis 30. Ich starte in Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Vers 25. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. 26. Als nun die Saat wuchs und die Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. 27. Und die Knechte des Herrn traten herzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Vers 28. Er aber sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, willst du nicht, dass wir hingehen und es zusammenlesen? 29. Er aber sprach, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. 30. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündeln, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Die Jünger stellten Fragen zu diesem Gleichnis. Jesus erklärte die Bedeutung in Matthäus Kapitel 13, die Verse 37 bis 42. Ich starte in Vers 37. Und er antwortet und sprach zu ihnen, der den guten Samen sät,
ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reichs, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. In der Amplified-Bibel steht in Matthäus 13, Vers 41 und 42, der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Anstifter zum Ungehorsam, Personen, durch die andere in ein Irrtum oder zur Sünde verführt werden, und alle, die Unrecht tun und Böse handeln, sammeln und sie in den Feuerofen werfen. Da wird es Heulen und Wehklagen und Zähneknirschen geben. Pastoren und Leiter, die Ausrede für die Sünde bei anderen und sich selbst brachten, werden im Feuersee enden, wenn sie nicht bekennen und die Frucht der Buße hervorbringen. Johannes der Täufer sagte den religiösen Leiter in Lukas 3, die Verse 7 bis 9. Ich starte in Vers 7. Er sprach nun zu der Volksmenge, die ausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Schlangenbrut, wer hat euch unterwiesen, den kommenden Zorn zu entfliehen? Vers 8, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind, und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Vers 9, es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Nur diejenigen, die sich weigern, sich auf ihren eigenen Verstand zu verlassen, bringen die richtigen Früchte hervor. Jesus ist der Menschensohn, weil er ein richtig handelnder Mensch ist, das Ebenbild des Vaters, der sich selbst täglich verleugnet und nicht seinen eigenen Willen tut. Jesus ist die Tür zum Reich Gottes. Wenn du also nicht bereit bist, auf dem schmalen Weg zu leben und seinem Vorbild zu folgen, wirst du draußen bleiben. Jesus sagte in Johannes Kapitel 10, die Verse 1 bis 5. Ich starte in Vers 1. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Vers 2. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Vers 3. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigene Schafe beim Namen und führt sie heraus. Vers 4. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Vers 5. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Die Gemeinde von heute ist voller Diebe und Räuber, die in Selbstgerechtigkeit leben und das Christentum in eine andere Religion verwandeln. Sie reden über zeitliche Segnungen und nicht über ewige Herrlichkeit, die auf der Nachfolge Christi beruht. Wenn du Christus nicht nachfolgst, hörst du bereits auf eine falsche Stimme. In den Gemeinden, die lehren, dass man nur wiedergeboren werden muss, muss der Spieß umgedreht werden. Johannes schrieb im 1. Johannes, Kapitel 3, die Verse 5 bis 9. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen, und in ihm ist keine Sünde. Vers 6, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Vers 7. Kinder, lasst euch von niemanden verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Vers 8. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist.
Diejenigen, die sich auf dem breiten Weg befinden, werden nicht gerettet werden, weil ihre eigenen Handlungen bewiesen, dass sie dem Teufel nachfolgen, dem Fleisch dienen und immer noch Ausreden für die Sünde vorbringen. Der Gott dieser Welt hat bei denen, die nach zeitlichem Segen streben, eine Menge Verwirrung gestiftet, indem er selbstgerechten fleischlichen Christen in dieser Welt sehr angenehm gemacht hat. Die Werke des Teufels beruhen auf Lügen. Deshalb musst du immer wieder nach Gerechtigkeit streben. Gott schafft einen Zugang zum schmalen Weg für alle, die aus Gott geboren sind. Sie gehen keine Kompromisse ein und sündigen nicht. Und er sorgt dafür, dass sie die richtigen Früchte hervorbringen. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Diejenigen, die geistig wach sind, trachten nach Gerechtigkeit, nicht nach Segen oder Durchbruch. Die aus Gott Geborenen sind auf dem schmalen Weg und gebrauchen ihren eigenen Verstand nicht. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 6, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. In der Amplified-Bibel steht in Matthäus 5, Vers 6, gesegnet und glücklich und geistig wohlhabend in dem Zustand, in dem das wiedergeborene Kind Gottes seine Gunst und sein Heil genießt, sind diejenigen, die nach Gerechtigkeit, aufrichtig und im rechten Stand vor Gott, hungern und dürsten, denn sie werden vollkommen gesättigt sein. Fühlst du dich wohl, wenn du nicht nach Gerechtigkeit suchst? Die Gemeinde ist voll von Lehren, die von Dämonen geschaffen wurden, indem Menschen ihren Verstand gebrauchen, um die Dinge Gottes zu verstehen. Die Gemeinde ziehen es vor, sich selbst zu betrügen, dass sie Herr über ihr eigenes Leben sein können und trotzdem gerettet werden. Du solltest heute nur zufrieden sein, weil sich in deinem Leben durch Buße etwas verändert hat. Wenn du nach einer Ausrede suchst, um faul zu sein und deine Gerechtigkeit zu beanspruchen, wird dir der Teufel eine geben. Paulus schrieb im 2. Timotheus 3, die Verse 2 bis 5. Statt in Vers 2, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Vers 3, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. 4, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Vers 5, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnet sie. Von solchen wende dich ab. Das Unkraut im Gleichnis Jesus in Matthäus 13 sind zwar wiedergeboren Menschen, befinden sich aber auf dem breiten Weg. Sie haben eine Form von Gerechtigkeit, aber sie vertrauen Gott nicht und verleugnen die Kraft, die aus einem gottesfürchtigen Leben in Jesus Christus kommt. Sie ziehen es vor, Gott das Recht abzusprechen, der Herr über ihr Leben zu sein. Aus Angst vor dem Leid weigern sie sich, auf seine Versorgung zu vertrauen, weil sie sich bereits wohl fühlen. Der Teufel hat sie in diese Welt schwach gemacht und sie dienen dem Fleisch. Wenn die Verfolgung beginnt, sind sie die Ersten, die Kompromisse eingehen. Auch diejenigen, die auf das vollendete Werk Christi vertrauen und nicht täglich nach Gerechtigkeit streben, werden den zweiten Tod erleben, weil sie faul sind und kein Gehorsam gelernt haben. Paulus hat über Jesus geschrieben im Hebräer 5, die Verse 8 und 9. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Das Wort Gehorchen bei Strongs ist die Nummer 5219 und kommt von einem anderen Wort, das heißt als Untergebener auf jemanden hören, das heißt aufmerksam zuhören, implizit einen Befehl oder eine Autorität beachten oder befolgen, horchen, gehorsam sein oder ausführen. Du magst deinen eigenen Ungehorsam und die Notwendigkeit zur Buße erkennen, aber du wirst nie an die Wurzel der Sünde kommen, wenn du nicht in seiner Gegenwart bist. Dein Leben wird sich nur dann zum Besseren wenden, wenn du in Christus bleibst. Paulus tat seine Buße, nachdem er Jesus als Herrn festgelegt hatte, und sein Lebenswandel wurde zum Maßstab für das Gewissen eines jeden Menschen.
Paulus schrieb im 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Ich starte in Vers 1. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Vers 2. Sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Vers 3. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. 4. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums vor der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. 5. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, der er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesus willen. 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christus. Der Reifeprozess dauert nicht lange, wenn du Jesus zum Herrn machst und nicht zu deinem eigenen Erbrochenen zurückkehrst. Wir lesen in den Sprüchen 26, Vers 11, wie ein Hund, der zu seinem Gespei zurückgeht, so ist ein Narr, der seine Dummheit wiederholt. Paulus hatte kein Problem mit der tatsächlichen praktischen Herrschaft Jesu, denn genau das hat er gepredigt. Das Einzige, was dich daran hindert, Jesus zum Herrn zu machen, ist dein Widerwille, dich mit deiner fleischlichen Natur auseinanderzusetzen. Das Evangelium ist frei verfügbar und wird nicht versteckt. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 7, die Verse 13 und 40, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Im Moment siehst du vielleicht keinen großen Unterschied zwischen Weizen und dem Unkraut in der Gemeinde, aber der Unterschied liegt in der Frage der Herrschaft. Zur Zeit der Ernte und beim letzten großen Gericht wird der Unterschied deutlich werden. Wir lesen in Lukas Kapitel 13, die Verse 22 bis 27. Ich starte in Vers 22. Und er zog durch Städte und Dörfer und lehrte und setzte seine Reise nach Jerusalem fort. 23. Er sprach aber einer zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. 25. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten, ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Du kannst keine Ungerechtigkeit haben, wenn du nicht zuerst die Wahrheit hast. Die Wahrheit kommt durch den Heiligen Geist in diejenigen, die wiedergeboren sind, und Ungerechtigkeit bedeutet, von der Wahrheit abzuweichen. All diejenigen, die wiedergeboren sind und Ausreden für die Sünde vorbringen, werden zurückgelassen. Durch den Heiligen Geist wirst du überführt werden. Wenn du deine Sünde bekennst, wird der Heilige Geist dir helfen, die Wurzel der Sünde zu finden. Paulus schrieb im 1. Korinther Kapitel 11, die Verse 31 und 32. Denn wenn wir uns selbst richten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. In der Amplified Bibel steht im 1. Korinther 11, die Verse 31 und 32, denn wenn wir uns selbst gründlich untersuchen, unsere Unzulänglichkeiten aufdecken und unseren eigenen Zustand erkannten, würden wir nicht gerichtet und bestraft werden durch das göttliche Urteil. Wenn wir aber versagen und vom Herrn gerichtet werden, werden wir gezüchtigt und gemaßregelt, damit wir nicht schließlich mit der Welt
zur ewigen Strafe verurteilt werden. Die Gemeinden verlieren ihre Salzkraft und müssen korrigiert werden, bevor es zu spät ist. Die Welt sollte zu dir kommen, um Antworten zu bekommen, wie man gerettet wird und auf dem schmalen Weg lebt. Petrus sagte im 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 17 und 18. Ich starte in Vers 17. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Vers 18. Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Es ist heute wichtiger denn je, über den schmalen Weg, die Unterordnung unter den Geist, die Korrektur und die Buße zu lernen. In den Gemeinden gibt es Mitglieder, die in Zitronensaft getauft sind, die keine Ahnung von der wahren Gerechtigkeit haben und Ausreden für Sünden hervorbringen. David schrieb in Psalm 16, Vers 11, Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Manche Christen glauben, dass es einen traurig macht, Gott zu dienen, aber das ist eine Lüge. Der Teufel macht es Christen angenehm, der Lust des Fleisches zu dienen, sodass sie nicht leben können, ohne zu sündigen. Wenn Gott dann Nein zu scheinbar harmlosen Aktivitäten sagt, halten fleischliche Christen ihn für das Problem. Im Reich Gottes wirst du die Fülle der Freude haben, weil du im rechten Stand mit Gott stehst. Sie beruht nicht auf irgendetwas anderem in dieser Welt. Sobald du im Fleisch bist, verlierst du diese Freude. Die Erde schenkt, und das ist eine Warnung, dass du deine Gerechtigkeit gefährdet hast, indem du aus Christus herausgekommen bist. Wenn du deine Sünde aus Gnade durch Glauben bekennst, kannst du wieder in seine Gegenwart kommen. Aber die Sünde wird dich immer wieder hinauswerfen, wenn du nicht Buße tust von den Lügen, die du in deinem Herzen über Gott und sein Wort glaubst. Paulus schrieb in Kolosser Kapitel 2, die Verse 10 und 11, Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes, der Sünden in der Beschneidung des Christus. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass du in ihm zur Fülle gebracht bist, warum bist du dann im Fleisch? Zur Beschneidung durch Christus gehört auch, dass du Aktivitäten ablegst, die nicht Teil von Gottes Plan für dein Leben sind. Du musst nach der Mindestbestimmung für deine Errettung streben und alles aufgeben, was nötig ist, um deine Berufung zu erfüllen. Er wird Aktivitäten und jede Karriere, die du für dich gewählt hast und die nicht Teil seines Planes sind, entfernen. Die Beschneidung durch Christus bedeutet, dass du alle Dinge, auf die du vertraust, Aktivitäten und Hobbys, die dein Fleisch nähren und wertvolle Zeit in Anspruch nehmen, aufgeben musst. Jesus sagte in Lukas 9, die Verse 23 bis 25, Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Jesus sagte, verliere dein Leben hier und jetzt oder gehe zugrunde. Nur Gott weiß, was das Beste ist für dich. Die Zeit läuft ab und Jesus kommt bald. Paulus schrieb im 2. Korinther, Kapitel 13, die Verse 5 und 6. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Das Wort unecht in Strongs ist die Nummer 96 und bedeutet nicht anerkannt sein, das heißt verworfen, implizit wertlos, wörtlich oder moralisch, verstoßen, verdammt oder ruchlos. Paulus war kein Verworfener, obwohl er viele Nöte durchlebte.
Wenn du dich immer noch an etwas in dieser Welt festhält, behinderst du den Prozess der Heiligung und wirst ein Verstoßener sein. Dein Glaube sollte in einer tiefen Ehrfurcht und Dankbarkeit gegenüber Gott verwurzelt sein, dass er die vollständige Führung übernommen hat, nachdem du so selbstsüchtig warst und deine Emotionen, Gefühlen und der Lust des Fleisches erlaubt hast, dein Leben zu bestimmen. Selbst heute sehen fleischliche Christen es als schlecht oder fanatisch an, Gott zu dienen. Er tut uns einen Gefallen, indem er uns von unserer eigenen Herrschaft befreit. Joshua schrieb in Joshua Kapitel 24, Vers 15: Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ihr aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wenn du dem Geist gehorsam bist, kannst du alles vermeiden, was dein Fleisch bequem macht. Unter dem neuen Bund hast du den Zugang zur Kraft des Heiligen Geistes, um die neue Natur zu unterstützen und das Fleisch zu töten. Paulus schrieb in Kolosser Kapitel 3, die Verse 5 und 6. Ich starte in Vers 5. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Diejenigen, die das Fleisch nicht töten, werden auf dem schmalen Weg niemals glücklich sein. Wenn sie dem Geist gehorchen, beschwert sich das Fleisch. Wenn sie dem Fleisch gehorchen, wird sich der Geist betrüben. Paulus schrieb in Galater 5, die Verse 17 und 18. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und dieser widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Vers 18. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Täusche dich nicht, indem du denkst, dass du Gott zufriedenstellen kannst, indem du das Gesetz hältst oder trotzdem tust, was du willst. Wenn du nicht lernst, dem Geist zu gehorchen, bevor es zu spät ist, wirst du umkommen. Gott kümmert sich um alle, die im Glauben auf dem schmalen Weg leben. Er sorgt für dich. Paulus schrieb in Römer 14, Vers 23, wer aber zweifelt, der ist verurteilt. Wenn er doch ist, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Paulus schrieb, dass du nicht essen sollst, ohne zu glauben, dass das, was er dir vorgesetzt hat, gut ist, und unbeschwert essen sollst, was dein Bruder nicht zum Straucheln bringt. Du sollst immer vorher danken. Auf dem schmalen Weg kann dir nichts schaden. Er wird auch weiterhin für dich sorgen. Alles, was nicht aus dem einfachen Glauben an das kommt, was Gott dir sagt, ist Sünde. In dem Buch Meine Schafe hören meine Stimme schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 1 auf den Seiten 1 und 2. Von Menschen, die ihn zu einem gewissen Grad gekannt haben, wurden tausende von Büchern über Gott geschrieben. Du kannst die Bücher derer studieren, die als große Männer und Frauen Gottes anerkannt waren. Du kannst herausfiltern, was sie während ihres Dienstes über Gott gelernt haben. Viele dieser treuer Diener leben 50 oder 60 Jahre mit Gott. Und du kannst gewisse Einblicke, wie Gott ist, bekommen, indem du ihr Leben studierst. Viele Gläubige sind so vorgegangen, bei dem Versuch, mehr über Gott zu erfahren. Viele studierten genauso die Schriften von Paulus, Petrus oder anderen, deren Einsichten im Wort Gottes enthalten sind. Auf diese Weise kann man mehr Wissen über Gott und wie er wirkt erwerben. Jedoch ist dadurch in der Theologie ein Problem entstanden. Die Gemeinde hat sich darauf konzentriert, über Gott zu studieren, als Gott selbst zu erforschen. Wir haben das Studium über Gott mit der Theologie betitelt und lehren es so auf der ganzen Welt in Seminaren und Bibelschulen. Gläubige studieren die Bibel und auch andere Bücher, die von Männern und Frauen Gottes geschrieben worden sind,
um festzustellen, was dort über Gott gesagt wird. Aber wir haben das Wichtigste ausgelassen, nämlich unsere persönliche, individuelles Studium Gottes. Reine Theologie ist nicht das Studium über Gott, sie ist die Erforschung Gottes selbst. Was ist Gottes Absicht für uns? Dass wir ihn kennenlernen durch eine persönliche Beziehung mit ihm. Die beste Art, Gott selbst zu studieren, ist, ihn zum Herrn zu machen. Hör auf, ein Zuschauer zu sein und mach mit. Du kannst Gott nicht kennenlernen, indem du einfach das Tagebuch eines gottesfürchtigen Missionars liest. Durch das Fleisch wirst du nur etwas kopieren, das den äußeren Anschein von Gerechtigkeit hat und für dein Fleisch leicht zu kopieren ist. Paulus schrieb zu Timotheus in 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 9 bis 12. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugnis abgelegt hast. Hör auf, dem Geld zu dienen. Kämpfe den guten Kampf, indem du dich weigerst, dich auf deinen eigenen Verstand zu verlassen. Du kannst Gott jetzt vertrauen und gehorchen, indem du die Gabe des ewigen Lebens gebrauchst. Wir lesen in den Sprüchen 3, die Verse 5 und 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Du kannst Gott nicht kennenlernen, ohne Jesus zum Herrn deines Lebens zu machen. Wenn du nicht der Lust deines eigenen Fleisches dienst und dich vom Geist leiten lässt, wirst du sehen, wie Gott alles tut. Du wirst Begegnungen mit Gott haben, wenn du dich selbst verleugnest und täglich dein Kreuz auf dich nimmst. Jede dieser Begegnungen wird dir helfen zu erkennen, dass seine Wege höher und besser sind, während du geistlich wächst und den Willen Gottes tust. Wir lesen im Buch Jesaja im Kapitel 55 die Verse 8 und 9. Ich starte in Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Vers 9, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Beim letzten großen Gericht wird jede Zunge bekennen, dass Jesus der Herr ist, aber für diejenigen, die am Reich Christi teilhaben wollen, wird es zu spät sein. Paulus schrieb im Philipper 2, die Verse 10 bis 12, ich starte in Vers 10. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Darum, meine Geliebten, wie ihr allzeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Jetzt ist noch ein wenig Zeit, um Jesus als Herrn festzulegen. Verlass dich nicht auf dein Übergabegebet, das du vor vielen Jahren gesprochen hast. Das Evangelium des faulen Mannes, das besagt, dass du nur wiedergeboren sein musst, ist bei bequemen Gemeinden beliebt, die keine Veränderung wollen. Wenn du bequem bist, benutzt der Teufel dein Beispiel, um andere daran zu hindern, in das Reich Gottes zu kommen und stattdessen das Gift des Teufels zu trinken. Jesus sagte in Johannes Kapitel 4, Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gegeben habe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt.
Diejenigen, die aus der richtigen Quelle trinken, werden zu einer Quelle des Segens für den ganzen Leib Christi. Gott kann Prediger gebrauchen, die aus dem Schlaf aufgewacht sind, indem sie die Folgen der Sünde geerntet haben, wenn sie Buße tun und sich Gott unterordnen. Diejenigen, die sich auf den schmalen Weg begeben, geraten oft in Konflikt mit fleischlichen Christen. Es kann sein, dass du eine Gemeinde verlassen musst, um geistlich zu wachsen, aber du musst erst Jesus als Herrn festlegen. Wir lesen in Sprüche 14, Verse 12 und 13. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn zum Tod. Auch beim Lachen kann das Herz Kummer empfinden und die Freude endet in Traurigkeit. Als Teil deiner Buße gib zu, dass du dich selbst getäuscht hast und auf den Weg gekommen bist, der richtig erscheint. Gib niemals deiner Gemeinde oder Denomination die Schuld für den Mangel an Wahrheit in deinem Leben. Jeder, der wiedergeboren ist, hat den Heiligen Geist. Du hast dich entschieden, früher Lügen zu glauben, weil es für dein Fleisch einfacher war. Du hättest von den toten Werken Buße tun sollen, nicht nur von den schlechten Werken. Außerdem hast du dich nicht täglich verleugnet und dein Kreuz auf dich genommen, wie Jesus es geboten hat. Du bist das Problem und niemand sonst. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 11, die Verse 5 und 6. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Henoch gebrauchte die Gnade und Barmherzigkeit, um aus seinen Fehlern zu lernen und Gott kennenzulernen und herauszufinden, was ihm gefiel und was nicht. Diejenigen, die zu Gott kommen, müssen glauben, dass er Gott ist und dich genauso belohnen wird, wenn du mit Eifer nach ihm suchst. Paulus schrieb in Römer Kapitel 8, Vers 8, und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Wenn ein Fleisch nicht gekreuzigt ist und im Grab liegt, stinkt es in der Nase Gottes. Täusche dich nicht, du wirst seine Meinung nicht ändern. Du kannst aber in sein Reich kommen, indem du dich dem Heiligen Geist unterordnest. Paulus schrieb im Römer Kapitel 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Diejenigen, die im Reich Gottes leben, stehen im rechten Stand mit Gott und haben einen Frieden und eine Freude, die von einem Leben herrühren, das vom Geist durchdrungen ist und von der Salbung Gottes in ihrem Leben geleitet wird. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 13, Vers 43, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Du kannst nur durch das Hören und nicht durch das Denken geistlich betrachten, wahrnehmen und verstehen. Schon jetzt leuchten diejenigen, die auf dem schmalen Weg sind und Christus nachfolgen für ihn. Sie bringen die richtige Frucht hervor, denn das Reich Gottes ist jetzt durch den Geist hier. Jede Generation muss auf ihre eigenen Früchte achten und darf sich nicht selbst betrügen. In dieser letzten Generation ist die Liebe zum Geld immer noch ein Thema. Paulus schrieb zur Gemeinde in Hebräer 13, die Verse 5 und 6. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Vers 6. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer, und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. In der Amplified-Bibel steht in Hebräer 13, Vers 5, lasst euren Charakter oder eure moralische Gesinnung frei sein von der Liebe zum Geld, einschließlich Gier, Geiz, Lust und Verlangen nach irdischem Besitz, und seid zufrieden mit dem
euren gegenwärtigen Umständen und mit dem, was ihr habt. Denn er, Gott selbst, hat gesagt, ich werde euch in keiner Weise enttäuschen, noch euch aufgeben, noch euch ohne Unterstützung zurücklassen. Ich werde euch nicht im Stich lassen, meinen Griff um euch lockern, ganz sicher nicht. Die Verheißung der göttlichen Versorgung gilt für alle, die wie die ersten Jünger auf dem schmalen Weg der Nachfolge Christi sind. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 28, die Verse 19 und 20, Matthäus 28, Vers 19. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vers 20. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Die ersten Jünger sollten seine Gebote aus einem bestimmten Grund halten und auch andere lehren, seine Gebote zu halten. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes Kapitel 14, die Verse 21 bis 26. Ich starte in Vers 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Iskariot, zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte befolgen und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Vers 24. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Vers 25. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das Reich Gottes ist jetzt durch den Geist da. Diejenigen, die im Reich Gottes arbeiten, werden die Gebote Jesu hören und suchen. Das wird im Reich Christi so bleiben, auch wenn sein Thron 1000 Jahre lang in Jerusalem steht. Du hast jetzt die Möglichkeit, das Reich Gottes selbst zu erleben. Du brauchst nicht zu warten. Der Heilige Geist kommt, um dich daran zu erinnern, was Jesus gelehrt hat. Der Heilige Geist in dir ist ein Beweis für die Gnade Gottes. Die Einhaltung der Gebote Jesus ist jedoch der Beweis dafür, dass er in dir ist, indem der Geist auch in dir wohnt. Johannes schrieb im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 24. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Du wirst niemals in Christus bleiben, wenn du seine Gebote nicht hältst. Jesus sagte in Johannes Kapitel 14, Vers 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Im Reich Gottes wird alles aus Liebe getan. Johannes schrieb im 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 4 bis 8. 1. Johannes Kapitel 4, ich starte in Vers 4. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welche in euch ist, größer ist als der, welche in der Welt ist. Vers 5. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Vers 6. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Vers 8. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Dein Gespräch über die Dinge in dieser Welt wird begrenzt sein. Die von Gott Geborenen reden über Jesus und das Leben auf dem schmalen Weg.
Mit der Fähigkeit, Gottes lieben zu können, ist nur möglich, wenn du aus Gott geboren bist. Reine Liebe ist dieser Welt so fremd, in der sich jeder um seine eigenen Interessen kümmert. Paulus schrieb in Philipper Kapitel 2, die Verse 2 bis 4. Philipper 2, ich starte in Vers 2. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Vers 4, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Du kannst ganz leicht Teil des Reich Gottes werden, indem du die Gebote Jesus befolgst, sobald du den Heiligen Geist empfangen hast. Die Gebote Jesus sind spezifische Gebote, die er für dich ausgewählt hat, und sie sind für dich aus Gnade durch Glauben vollkommen. Indem du Gott um Gebote bittest, wirst du ein Kanal seiner reinen Liebe und wirst in eine enge Beziehung zu Gott gezogen und lernst Jesus und den Vater sehr schnell kennen. Johannes schrieb im 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 16 bis 19. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Jesus lebt. Und wenn du dich an seine Gebote hältst, kannst du der Verdorbenheit entkommen und auf ihn sehen und ewiges Leben jetzt auf dieser Erde erfahren. Paulus schrieb in Galater Kapitel 6, die Verse 7 bis 9. Ich starte in Vers 7. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Vers 8. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sieht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Vers 9. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Gott will nicht, dass du dich selbst täuscht. Er wird dafür sorgen, dass du erntest, was du gesät hast. Gott hat es möglich gemacht, dass wir eine gute Ernte einfahren können, obwohl der Teufel der Gott dieser Welt ist. Gott sorgt dafür, dass wir, wenn wir Liebe sehen, auch Liebe zurückbekommen. Wenn wir Dinge aus Angst tun, werden wir von einem Geist der Angst erfüllt sein. Paulus schrieb zum Timotheus im 2. Timotheus Kapitel 1, die Verse 7 bis 9. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich in sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Vers 9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurden. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie du die Liebe zu Gott entwickeln kannst, lies das Buch »Wie Liebe wächst« von Joseph Hedgecock. Es gibt eine weltweite Pandemie von Sünde und Depression, die auf das Fehlen der Liebe Gottes zurückzuführen ist. Der Fernsehsender hätte es heute ohne diese Sündepandemie schwer, weil sie sonst nichts Schlechtes zu berichten hätten. Die Welt glaubt nicht, dass das Evangelium alle Probleme der Welt lösen kann. Sie ziehen es vor, die Probleme selbst zu lösen, damit sie weiterhin tun können, was sie wollen und wann sie wollen. In den letzten Tagen werden die Herzen der Menschen vor Angst vergehen.
wegen dem, was über die Erde kommt. Sogar die Menschen in der Gemeinde hören auf die Verschwörungstheorien. Die Welt kann heute die Heuchler in der Gemeinde sehen, die sich nicht selbst verleugnen und ihr Kreuz auf dem schmalen Weg auf sich nehmen, sondern Dinge tun, ohne Gott zu fragen. Nur auf dem schmalen Weg kannst du die Liebe Gottes beharrlich erfahren. Paulus schrieb in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. In der Gemeinde fehlt es heute an der Liebe Gottes. Die moderne Gemeinde will nicht hören, dass sie Christus nachfolgen soll, aber dass sie die Wahrheit nicht hören will, ist der Grund für den Mangel an Gottes Liebe. In dem Buch »Das vergoldene Gefängnis« überarbeitete Ausgabe schreibt Joseph Hedgecock am Ende von Kapitel 11 »Wie wirst du frei?« auf Seite 99. Im Geist zu leben neutralisiert die Fallen Satans und befreit dich aus den Gefängnissen deines Fleisches. Nur diejenigen, die beharrlich im Geist wandeln, werden Überwinder sein. Du wächst geistlich, indem du auf den Heiligen Geist hörst und ihm gehorchst, wobei der Druck unterschiedlich stark ist. Das Fleisch wird sich auf dem schmalen Weg immer unwohl fühlen und nervös sein, besonders am Anfang. Wenn du das Klagen des Fleisches nicht gern hörst, dann töte das Fleisch. Wenn du es nicht tötest, wird der Teufel es dir in dieser Welt angenehm machen und du wirst sein Gefangener werden. Jakobus schrieb in Jakobus 4, die Verse 7 bis 10, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhören. Weitere Informationen, wie du dem Gefängnis, in dem du dich befindest, entkommen kannst, findest du in dem Buch »Das vergoldete Gefängnis« von Joseph Hedgecock. Gottes Gesetze sollten befolgt und nicht mit dem fleischlichen Verstand ausgelegt werden. Das Gesetz selbst ist geistlich und dazu bestimmt, alle zu überführen, die fleischlich sind. Das Gesetz wurde den Juden gegeben, damit sie ihre Sünde erkennen und sich zuerst retten können. Paulus schrieb im 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 18 und 19. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Vers 19. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Den Juden wurde zuerst der Dienst der Versöhnungsübertragen. Sie müssen lernen, auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit zu vertrauen und selbst zur Buße zu kommen. Sie sollten durch Überführung anhand des Gesetzes Buße tun und andere mit einem Zeugnis der Versöhnung erreichen, aber sie begannen stattdessen, das Gesetz zu betonen. Manche Gemeinden tun dasselbe. Sie nutzen das geschriebene Wort, um andere zu erreichen, ohne ein persönliches Zeugnis der Buße abzulegen. Paulus hatte den Dienst der Versöhnung, weil er gut darin war, Buße zu tun. Du musst dich selbst ändern, bevor du anderen helfen kannst, Sünde und Teufel zu überwinden. Das Halten des Gesetzes und oder anderen Traditionen ist nicht das Mittel zur Gerechtfertigung vor Gott. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 10, die Verse 15 bis 17. Ich starte in Vers 15. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will, nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken.
Erlaube dem Heiligen Geist, aus Gnade durch Glauben dir seine Gedanken aus dem geschriebenen Wort in den Sinn zu bringen für deine Buße. Wenn dein Sinn nicht erneuert ist, hat er immer noch alle Programme des Teufels und du kannst niemandem helfen. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 5, die Verse 13 und 14. Wer nämlich noch Milch genießt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch die Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Du wirst dem Teufel dienen, wenn du auf deine eigenen Gefühle, menschengemachte, selbstgerechte Traditionen und Regeln hörst. Die Gemeinde ist heute voll von Babys, die tröstende Bibelstellen aus dem geschriebenen Wort hören wollen, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Manche fleischliche Christen haben sogar ihre Liebesverheißungen auf Zettelchen geschrieben, die sie in einer Holzkiste aufbewahren, um sie für Notizen bereitzuhalten. Mit einer Verheißungsbox als täglichem Wegweiser kannst du nicht gerecht sein. Paulus schrieb im 2. Korinther Kapitel 7, Vers 10, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Weltlicher Kummer und tröstende Worte sind kein Heilmittel für Sünde. Diejenigen, die Angst vor Überführung und geistlicher Korrektur haben, werden zurückbleiben. Jesus sagte in Offenbarung Kapitel 3, die Verse 19 und 20, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Erleide keinen Schiffbruch in deinem Glauben. All die guten Dinge gehören denen, die überwinden. Innigkeit zu haben ist das Endziel, aber dazu müssen die Sünde und der Teufel überwunden werden. Die Gemeinde von Laodicea musste auf die Überführung reagieren, die an die Tür ihres Herzens klopfte. Sie musste völlig offen über ihre Heuchelei und Lügen, ihren Widerstand gegen die Überführung, ihr falsches Gerede über diejenigen, die ihnen mit deutlichen Botschaften zu helfen versuchten und der Täuschung anderer sprechen. Danach konnte Jesus dann offen zu ihnen sein. Jesus fuhr fort in Offenbarung 3, die Verse 21 und 22. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir meinen Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Das ewige Heil basiert auf dem Gehorsam gegenüber dem Geist, nicht auf der Wiedergeburt. Entscheidest du dich für die weiche Variante, weil du jemanden kennst, der sonst verloren gehen könnte, oder weil deine Kinder nach dem wahren Evangelium nicht in den Himmel kommen werden? Du kannst die Regel nicht ändern. Ohne Gehorsam gegenüber dem Geist kann niemand gerettet werden. Deshalb haben wir Gnade und Wahrheit. Es gibt keine Ausrede. Wenn du jemand anderem helfen willst, musst du zuerst dich selbst retten, denn sonst werden die anderen nicht glauben. Petrus schrieb im 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 3 und 4. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, Vers 4, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Gott hat uns wertvolle Verheißungen gegeben, damit wir die Sünde und den Teufel durch Glauben auf dem schmalen Weg überwinden können. In den letzten Tagen werden viele versuchen, ihre schlechten Früchte mit dienstlichen Aktivitäten zu rechtfertigen, indem sie behaupten, dass Jesus ihr Herr ist, aber sie werden zurückbleiben. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 7, die Verse 22
und 23. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Vers 23, und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Von dem Zeitpunkt an, an dem jemand wiedergeboren ist, kann man geistlich wachsen. Zu dieser Grundlage gehört es, sich von der Ungerechtigkeit zu trennen. Das Werk des Heiligen Geistes ist es, Lügen zu entlarven, die als Wahrheit getarnt sind. Paulus schrieb im 2. Timotheus 2, Vers 19, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Das Wort Ungerechtigkeit bei Strongs ist die Nummer 93 und kommt von einem anderen Wort, das bedeutet Ungerechtigkeit, der moralische Ungerechtigkeit des Charakters, des Lebens oder der Handhabung, Missetat, ungerecht, unredlich oder falsch. Noah Webster definierte Ungerechtigkeit in 1828 als Unrecht, unredlich, eine Abweichung von der Rechtschaffenheit, wie die Ungerechtigkeit des Krieges, die Ungerechtigkeit des Sklavenhandels. Oder zweitens als Mangel an Rechtschaffenheit, wie eine böswillige Schädigung, die ihren Ursprung in der Ungerechtigkeit des Urhebers hatte. Oder drittens eine besondere Abweichung von der Rechtschaffenheit, eine Sünde oder ein Verbrechen, Schlechtigkeit und jede Unrechtshandlung. Dein Leben sollte sich verändern, nachdem du den Heiligen Geist empfangen hast. Entweder du veränderst dich oder du widersetzt dich Gott. Gute Aktivitäten können nicht die Notwendigkeit ersetzen, den Herrn zu hören und zu gehorchen. Das Fleisch und der Geist sind einander entgegengesetzt. Wer im Geist wandelt, hört auf zu sündigen. Paulus schrieb in Galater 5, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Der Heilige Geist wird denen widerstehen, die auf das Fleisch hören. Im Fleisch stehst du unter dem Gesetz und wirst verdammt werden. Der Teufel kann dich dann mit Lügen füttern und dir glaubhaft machen, dass die Verdammnis von Gott kommt. Er will dir Angst vor Überführung und Buße machen, die zum Leben führt. Der Teufel macht es dir im Fleisch so angenehm, dass du dich mit einem Frieden abgibst, der auf der Abwesenheit von Chaos in dieser Welt beruht. Der Teufel konnte dich täuschen, weil du immer nur noch tun möchtest, was du willst. Diejenigen, die im Geist wandeln und ein Herz für Gott haben, werden nicht verdammt, selbst wenn sie überführt werden. Paulus schrieb in Römer Kapitel 8, die Verse 1 bis 6. Ich starte in Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Vers 4, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Es gibt viele Anzeichen dafür, dass du eine Leidenschaft für Gott hast. Entweder gehst du mit Gott vorwärts oder du gehst rückwärts und dienst dem Teufel. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Wir lesen in Jeremia 7, die Verse 23 bis 26. Ich starte in Vers 23, sondern dieses Wort habe ich ihnen befohlen. Gehorche meiner Stimme, so will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein, und wandelt auf dem ganzen Weg, den ich euch gebieten werde, damit es euch wohlergehe.
Aber sie gehorchten nicht und neigten mir ihre Ohren nicht, sondern sie wandelten nach den Ratschlägen, nach dem Starrsinn ihres bösen Herzens, und sie wandten mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Vers 25. Von dem Tag an, als eure Väter aus dem Land Ägypten zogen, bis zu diesem Tag habe ich euch alle meine Knechte, die Propheten, gesandt, und zwar täglich, indem ich mich früh aufmachte und sie immer wieder sandte. Vers 26. Aber sie haben mir nicht gehorcht und mir kein Gehör geschenkt, sondern sie zeigten sich noch halsstarriger und böser als ihre Väter. Im Alten Testament sandte Gott die Propheten zu den Juden und sie widersetzten sich. Dann sandte Gott Jesus, seinen eingeborenen Sohn, und sie töteten ihn. Jetzt hat er uns in der Gemeinde den Heiligen Geist gegeben, damit wir zur Wahrheit kommen können. Es wird nicht leichter werden, zur Wahrheit zu kommen und zu erkennen, ob etwas Gott gefällt oder nicht. Das Betrübnis des Geistes Gottes ist dazu da, dir zu helfen, deine Sünden zu erkennen. Der Heilige Geist ist treu, um dich wissen zu lassen, dass du gesündigt hast, und er bleibt in dir bis zum Tag des Gerichts. Das ist entweder, wenn du stirbst oder Jesus begegnest. Paulus schrieb in Epheser Kapitel 4, die Verse 30 bis 32. Ich starte in Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerei sei von euch weggetan, sein aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wenn du den Heiligen Geist betrübst, gehst du rückwärts. Paulus forderte die Gemeinde auf, den Heiligen Geist nicht zu betrüben, denn wenn du das weiterhin tust, kann dein Name aus dem Buch des Lebens des Lammes gestrichen werden. Jesus und die Propheten wiesen die Juden darauf hin, dass das Reich Gottes zu Pfingsten kommen würde. Die Versiegelung ist keine Garantie dafür, dass du herrschen und regieren wirst. Wie wollt ihr herrschen, wenn ihr dem Heiligen Geist in euren Herzen jetzt nicht gehorcht? Diejenigen, die aus Gott geboren sind, leben nicht für sich selbst. Paulus schrieb im 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 15 und 16. Ich starte in Vers 15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Vers 16. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Paulus behauptete nicht, dass Abraham sein Vater war, wie die Juden, die 70 nach Christus mit dem Tempel untergingen. Paulus' verändertes Leben war der Beweis dafür, dass er ein Kind des lebendigen Gottes war. Paulus war aus Gott geboren und wuchs geistlich. Paulus schrieb im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. In der Amplified Bibel steht im 2. Korinther 5, Vers 17, wenn also jemand in Christus, dem Messias, eingepfropft ist, ist er eine neue Schöpfung, eine ganz neue Kreatur. Der alte, frühere moralische und geistige Zustand ist vergangen. Siehe, das Frische und Neue ist gekommen. Jesus kam, um uns zu retten. Er hat nur den Vater vertreten. Er war qualifiziert zu richten, weil er der Menschensohn und der Sohn Gottes ist, der richtig hört und nichts von sich selbst tut. Johannes sagte in Johannes Kapitel 5, die Verse 26 zu 30. Ich lese ab Vers 26. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Vers 28. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden.
und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Vers 30. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Wenn du wirklich in Christus bist, hast du dasselbe Betriebssystem, das Jesus hatte, als er auf dieser Erde war. Paulus schrieb im Römer 5, Vers 10, denn wenn wir mit dem Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Jesus ist lebendig, begib dich auf den schmalen Weg, halte die Gebote von Jesus. Seine Gebote sind nicht nur eine kurze Liste von 10 Dingen, die man vermeiden sollte, wie im Alten Testament. Sünde ist alles, was im Widerspruch zu Gottes vollkommenen Willen für dein eigenes Leben in Gedanken, Sinn und Wirken steht. Paulus schrieb im Epheser Kapitel 5, die Verse 14 bis 17. Ich starte in Vers 14. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf aus den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Jesus wird bald kommen, aber das bedeutet nicht, dass das Reich Gottes erst kommt, wenn er kommt. Jesus regiert bereits jetzt durch den Geist. Das Reich Gottes ist bereits hier auf der Erde, seit der Geist zu Pfingsten vor etwa 2000 Jahren ausgegossen wurde. Wenn du gerettet werden möchtest, solltest du täglich Gebote und Weisungen durch den Geist erhalten. Paulus schrieb in Römer Kapitel 8, die Verse 17 bis 19. Ich starte in Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Vers 19. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Weil die Dinge nach Gottes Maßstab noch nicht vollkommen sind, gibt es einiges Leid. Die ganze Schöpfung wartet auch darauf, dass die richtige Ordnung eintritt, wenn die Verantwortlichen demütig sind und nicht dem Geld dienen. In der Gemeinde sollte es in dieser Zeit jeder Gott suchen. Petrus schrieb im 1. Petrus Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Ich starte in Vers 1. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach den schändlichen Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Vielleicht benötigst du eine Vision vom Reich Christi. Wo es keine Sünde gibt, wird es auch kein Leid geben. Niemand wird einen anderen kontrollieren, denn jeder wird aus Liebe dienen wie ein kleines Kind. Es mag dir schwerfallen, hineinzupassen, wenn du immer noch ständig deinen Verstand gebrauchst. Paulus schrieb im 1. Korinther Kapitel 1, die Verse 19 bis 31. 1. Korinther 1, ich starte in Vers 19. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Vers 20. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltiger dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht?
Vers 21. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Vers 22. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen. Vers 23. Verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Vers 24. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Vers 25. Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Vers 28. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Vers 29. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heilung und zur Erlösung. Vers 31. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Gott erwählte nicht die am höchsten Gebildeten. Jesus wählte diejenigen, die ein Herz für Gott haben. Wir lesen in Matthäus Kapitel 4, die Verse 18 bis 22. Matthäus 4, ich starte in Vers 18. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Vers 19. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Vers 20. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedäus ihre Netze flicken, und er berief sie. Vers 22, da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Jesus wählte Fischer und Zöllner aus, und sie folgten ihm sofort. Sie wussten damals nicht, dass Jesus der Sohn Gottes war, und die jüdischen Leiter akzeptierten den Dienst von Jesus nicht. Jesus wurde mit Johannes dem Täufer in Verbindung gebracht und predigte die ganze Zeit über Buße. Wenn du sanftmütig bist, hast du immer noch eine Chance, Teil des Reiches Gottes zu sein. Jesus sagte in Matthäus 5, Vers 5, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Noah Webster definierte Sanftmütige als erstens sanftes Temperament, weich, sanft, nicht leicht zu provozieren oder zu reizen, nachgiebig, nachsichtig bei Verletzungen. Und zweitens angemessen, demütig im evangelischen Sinne, dem göttlichen Willen untertan, nicht stolz, selbstgenügsam oder widerspenstig, nicht mürrisch oder geneigt, sich über göttliche Gaben zu beschweren. Das Mindeste, was du tun kannst, ist, auf die Vergebung der Sünden zu vertrauen und mit Gottes Gnade zur Buße zu kommen. Bekenne deine Sünden. Wenn du wiedergeboren bist, bringe keine Ausreden für die Sünden. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 4, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Wenn er dich korrigiert, tue Buße und weine über deine Sünden. Du wirst getröstet werden, wenn du lernst durch deine Fehler, indem du die Gnade Gottes anwendest. Durch Gnade wirst du geistlich wachsen, während diejenigen, die versuchen, das geschriebene Wort mit ihrem eigenen Verstand zu verstehen,
rückwärts gehen. Das Gleichnis Jesus vom Weizen und dem Unkraut beschreibt zwei Gruppen in der heutigen Gemeinde. Das Unkraut sind diejenigen auf dem breiten Weg, die ihn Herr, Herr nennen, aber Gott nicht vertrauen und ihm das Recht absprechen, praktischer Herr ihres Lebens zu sein. Paulus schrieb im 1. Korinther Kapitel 4, die Verse 11 bis 14. 1. Korinther 4, ich starte in Vers 11. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe. Vers 12. Und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Paulus wollte nicht, dass sich die Korinther wegen seiner Leiden schuldig fühlen, sondern er wies sie darauf hin, auf dem schmalen Weg zu bleiben. Bequeme Christen wurden erlaubt, die Gemeinde zu leiten. Diejenigen, die lehren, dass man nur wiedergeboren werden muss, erzählen denen, die Gott und dem Mammon dienen wollen, was sie hören möchten. Diejenigen, die den Heiligen Geist haben, wissen, dass diese Lehre eine Lüge ist. Denn sonst wäre das, was Paulus durchgemacht hat, unnötig gewesen. Du hast den Heiligen Geist empfangen, damit du lernst, den vollkommenen Willen Gottes für dein eigenes Leben zu hören und zu tun und zu erfahren, wie er dich auf dem schmalen Weg versorgt. Mach dir nichts vor, du kannst die Sünde und den Teufel überwinden, indem du dich Gott unterordnest, so wie Jesus das Kreuz überwunden hat. Diejenigen, die dem Vorbild Christi folgen, glauben, dass Gott für sie sorgt. Diejenigen, die nicht glauben, folgen stattdessen dem Gott dieser Welt. Paulus sprach über Christus im 1. Korinther 15, 4 bis 8, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Gott sandte Paulus kurz bevor die Verdorbenheit in der Gemeinde begann und er wurde angewiesen, den Großteil der Briefe des Neuen Testaments zu schreiben. Wäre er nicht im Gefängnis gelandet, hätte er diesen Briefe vielleicht nie geschrieben. Gottes Timing ist vollkommen. Seine Briefe sind jetzt Teil der Lehre Christi für diese letzte Generation. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. In der Gemeinde gibt es heute eine Pandemie, bei der fast jeder mit dem Glauben infiziert ist, dass man Gott bei Laune halten und trotzdem tun kann, was man möchte. Diejenigen, die von Christus beschnitten wurden, haben sein Reich an die erste Stelle gesetzt und sind durch ein Nachfolgegespräch gegangen, in dem es darum ging, was aufgegeben werden muss, um Christus nachzufolgen. Diejenigen, die eine billige Version des Christentums angenossen haben, werden das Gericht erleben, wenn sie den Geist, der sie zur Wahrheit führt, weiterhin betrüben. Diejenigen, die sich der Überführung und Korrektur widersetzen, sollten keine Leitungsposition innehaben. Es gibt keinen Grund, warum jeder Gläubige, der konsequent mit Gott unterwegs ist, nicht jetzt schon entrückt werden und bei Jesus im Himmel sein sollte. Paulus war zuversichtlich, dass er sofort bei Jesus sein würde, wenn sein Leben auf der Erde aufhören würde. Wir müssen jedoch mit der Ehre und dem Ruhm bekleidet werden, der sich daraus ergeben, dass wir den Willen Gottes auf dieser Erde tun. Du wirst im Himmel eine wichtige Funktion haben und du musst richtig gekleidet sein, indem du Christus jetzt anziehst und dich täglich verleugnest. Die Gemeinde von Laodicea war lau und wankelmütig und versuchte, Gott und dem Mammon zu dienen.
Sie hatten Reichtümer angehäuft, anstatt in das Reich Gottes zu investieren, und waren dabei, von Christus ausgespien zu werden. Jesus forderte sie warnend auf, Buße zu tun und für sein Erscheinen bereit zu sein und die Begierde der Augen, der Sünde und des Teufels zu überwinden. Jesus ist die Tür zum Reich Gottes und du musst bald eintreten oder umkommen. Wenn du noch Vertrauen in das Fleisch hast, bist du nicht auf dem schmalen Weg. Paulus schrieb in Philipper Kapitel 3, Vers 3, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Du musst glauben, dass du wie Christus werden kannst. Wenn du denkst, dass das ein Leben lang dauert, dann wird es das auch. Dein eigener Glaube wirkt dann gegen dich. Mach es auf die einfache Art, indem du ihn die Arbeit machen lässt. Konzentriere dich darauf, zu lernen, seine Stimme zu hören und dem zu gehorchen, was er sagt. Dann wird er den Rest erledigen, denn er ist der Baumeister. Es wird vielleicht nicht in einer Woche fertig sein, aber es wird nicht lange dauern, bis du anfangen kannst, einige der Vorteile eines beständig vom Geist geführten Lebens auf dem schmalen Weg zu genießen. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 18, Vers 3 und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Heute gibt es überall Kriegslärm und keinen Frieden, außer du bist in das Reich Gottes eingetreten. Du kannst Gottes Frieden und Freude haben. Der Teufel will nicht, dass du reif wirst und lernst, wie man kämpft. Deshalb macht er es dir angenehm und gibt dir stattdessen einen falschen Frieden. Das Reich Gottes ist jetzt seit Pfingsten schon hier. Tritt jetzt ein oder du wirst zurückgelassen. Bequeme Christen besuchen Versammlungen und behaupten, sie seien gerecht in Christus. Aber ihre Früchte zeigen, dass sie bereits dem Teufel dienen. Du kannst es nicht alleine tun. Es geht nicht um dich und deine Bibel. Es gibt Menschen auf dem schmalen Weg, die Dinge durchgemacht und gelernt haben, mit emotionalem und geistigem Druck umzugehen und nicht zu sündigen. Jesus ist einer von ihnen, aber er sandte Paulus und er empfahl den fünffältigen Dienst. Das sind Menschen, die es mit dem Gehorsam ernst meinen und bis in den Tod ihr eigenes Leben nicht lieben. Sie lassen sich nicht so leicht vom Teufel gefangen nehmen. Du kannst dem Teufel nicht sagen, hör auf zu schießen, während ich meine Bibel lese und bete. Der Teufel wird noch härter schießen. Er wird Wege nutzen, die richtig erscheinen und deinen Tag mit unnötigen Aktivitäten füllen. Paulus schrieb im 2. Korinther Kapitel 3, Vers 6, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Sei mit Gott versöhnt, lerne gehorsam und begib dich auf den schmalen Weg. Das geschriebene Wort allein wird dich nicht verändern. Es muss der Geist sein, der dir sagt, was du als nächstes lernen sollst. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und ihm nachfolgen möchtest, dann kann ich dir das Buch empfehlen, Meine Schafe hören meine Stimme von Joseph Hedgecock. Wenn du einen Neuanfang machen und dich auf den schmalen Weg begeben möchtest, täglich auf den Geist sehen, das volle Heil und die Freiheit durch die regelmäßige Buße erleben willst, dann kann ich dir das Buch empfehlen, Wach auf! Die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife von Joseph Hedgecock. Akzeptiere keine gefälschte Version des Christentums, die auf religiösen Werken beruht, damit du dich nicht täglich verleugnen und Gott vertrauen musst. Wenn du weißt, dass du dich der Wahrheit widersetzt hast und wissen willst, warum, dann kann ich dir das Buch Das vergoldete Gefängnis, überarbeitete Ausgabe von Joseph Hedgecock empfehlen. Heute hast du eine Botschaft gehört, wie du aus Gott geboren werden kannst. Gott hat es möglich gemacht. Nicht nur, dass du seine Stimme hören kannst, sondern er hat es ermöglicht, dass du in Gott sehen kannst, dass du ein Sprachrohr Gottes sein kannst. Und du dich mit Gott verbinden kannst. Du musst nicht länger immer wieder in deine fleischliche Natur sehen. Du musst keine Kompromisse machen oder gegen Gott sündigen. Du kannst aus Gott geboren werden und göttliche Dinge tun. Und Gott wird Dinge durch dich tun.
Das ist so ein Privileg und du kannst dies jetzt tun. Du musst nicht warten, bis Jesus wiederkommt und hier auf dieser Welt regiert. Du hast nur noch eine kurze Zeit übrig und in diesen wenigen Tagen, die du lebst, in den letzten wenigen Monaten und Jahren, die du noch hier bist auf dieser Welt, da hast du Zeit, nicht nur dein Gehorsam Gott zu beweisen, ihm zu zeigen, dass du ihn liebst, sondern du kannst auch mit der wunderschönsten Kleidung bekleidet werden, die es gibt, nämlich mit Jesus selbst. Und du wirst das gleiche Outfit haben, die gleiche Art zu leben, die gleiche Liebe und die Eigenschaften von Jesus werden sich in dir zeigen, wenn du hörst und gehorchst. Vater, ich bete für diejenigen, die heute diese Botschaft gehört haben, dass durch den Geist, wenn du sie herausforderst mit der Schrift und deinem Wort und den Dingen, die du zu ihnen sagst, dass wenn sie diese Dinge hören, dass sie Buße tun und erkennen, dass sie vom schmalen Weg abgekommen sind, dass sie jetzt auf diesen Weg zurückkommen müssen, sich verleugnen und ihr Kreuz auf sich nehmen müssen. Vater, ich bete für sie, dass sie heute einen Schritt in die richtige Richtung machen und weitergehen. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Gott segne dich. Danke fürs Zuhören. Du findest eine Zusammenfassung der Bibelstellen, die in der heutigen Botschaft verwendet wurden, unter dem Video, entweder als Text oder über einen Link zu einer Webseite. Danach siehst du unsere Kontaktdaten. Bitte trete mit uns in Verbindung, wenn diese Botschaft dein Leben heute verändert hat. Gott segne dich.